ganz vorsichtig. Also es sieht nach einem... Warte mal. Duna Encounter, Duna Escape. Das ist eine recht lange Strecke, wenn man so die Zeitskala betrachtet. Also hoffe ich mal, dass wir da noch eine Umlaufbahn hinbekommen. So. Hier ist der Encounter. Sind wir schon drin? Jetzt sind wir drin. Warpfuck, du kannst runter. Wo ist Duna? Das da? Oh, okay. Wie kriegen wir dich jetzt krumm? Wir bewegen uns nach da. Also müssen wir auf der Periapsis... Spielen wir mal rum. Auf der Periapsis Schub geben. Nö. Okay. Das war schon mal. Nicht. Der Periapsis Gegenschub geben. Doch. Aber wie viel Gegenschub müssten wir denn geben, um eine Umlaufbahn zu bekommen? Komm, sag mal. Da war jetzt irgendwas falsch. Nochmal. Hier ist irgendwo schon ein Wegpunkt. Ich sehe das doch genau. So, du. Weg mit dir. So, ich würde gerne neu anfangen. Also, Periapsis. Manöver. Gegenschub. 100 Meter die Sekunde, 200 Meter die Sekunde, 300 Meter die Sekunde. Meter die Sekunde. 900. So, jetzt kommst du langsam. Jetzt gehe ich mal hier und drücke nach innen. Das ist das Feintuning. So. Also, wenn ich 1000 Meter die Sekunde aufbringen würde, hätte ich eine Umlaufbahn um Duna. Eine ziemlich abgefahrene Umlaufbahn um Duna. Die Eier hat nämlich ganz schön. Müssten wir hinbekommen, oder? Also ja, das merke ich mir schon mal einfach auf der Periapsis. 1000 Meter auf Gegenkurs. 1000 Meter die Sekunde. Was ist eigentlich, wenn wir dich jetzt versch... Dich. Ich wollte dich nicht bewegen. Ich wollte den Kreis packen. Den da. Nö. So, du weg. Wenn ich das jetzt vorher schon mache, also sagen wir mal jetzt. Manöver. Gegenkurs. Brauchen wir schon mehr? Sind wir schon bei 1000? Okay, wenn wir dich leicht verschieben. Ganz gut sehen. Je weiter man wächst, desto mehr Schub bräuchten wir. Und wenn wir genau bei der Periapsis sind, ist es halt runder oder überhaupt erst vorhanden. Also 1000 Meter die Sekunde. Und dann müssten wir theoretisch das Ganze nochmal abbremsen, um dann zu landen. Ja, erstmal die Umlaufbahn. Oh, nein. Das wird jetzt haarig. Sehr haarig. Du kannst schon mal weg. Wir gehen einfach auf Gegenkurs. Geben jetzt so lange Gegenkurs, bis wir eine Umlaufbahn bekommen. Unser schöner Treibstoff. Komm. Bieg dich, du doofe Linie. Sekunde sind wir gleich runter. Komm. Ja, Treibstoff sieht nicht mehr so toll aus. Da biegt sich nichts.
Es müssten jetzt auch schon in der Mitte der Sekunde gewesen sein. Also ja, wir waren ein bisschen über der Periapsis, aber trotzdem. Oh, jetzt bewegt er sich. Oh, komm. Vielleicht müsste er einen Sprung machen, dann haben wir eine Umlaufbahn. Und keinen Treibstoff mehr. Aber wir hätten eine Umlaufbahn. Jo, mehr. Sehr schön. So. Jo. Sehr gut. Absolut nicht wünschenswert. Diese Umlaufbahn, denke ich mal. So, wir sind jetzt bei einer... Mach dieses doofe Manöverfenster weg. Periapsis von 24 Kilometern. Nein, 24.000 Kilometern. Natürlich, und da oben 93. Also hier, Manöver. Gegen Kurs. Rauffallen. Wäre nur 72 Meter die Sekunde. So, in welche Richtung bewegst du dich? In die? Wir wollen von hinten mal wieder ankommen. Also wäre hier wohl genau das Richtige, hm? Ike Encounter? Nein, kein Ike Encounter. Ike Escape? Doofe Ike! Geh weg! Wir wollen einfach nur auf Duna fallen. So. Immer noch nicht ganz richtig. So, 100 Meter die Sekunde. Bisschen mehr vielleicht. Okay, rum. Wo sind wir? Da sind wir. Da sind wir gleich schon da. Okay. Diesmal bitte nicht drüber hinwegschießen. Das wäre echt nicht toll. So, 7 Stunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das machen wir jetzt immer noch mit den Atomdingern. Das wird gleich lustig. Während wir auf den Planeten fallen, müssen wir den Treibstoff von den Atomreaktoren zu den eigentlichen Dingern. Oder müssen wir? Ja, müssen wir. Wir haben keine Landing-Struts sonst. Das Abheben wäre mit den Atomdingern nicht so schön. Aber ja, das kann lustig werden. So, 1 Stunde 30 Minuten. Gehen wir schon mal ein bisschen auf Kurs. So. Warp. Warp. 100-fach. 1000-fach. 100-fach. Aber wir sind schon mal weitergekommen als bisher. Wir haben eine stabile Umlaufbahn um Duna. Jetzt werden wir gleich crashlanden auf Duna. Und mit der nächsten Rakete kommen wir hoffentlich auch richtig rauf und zurück. Fragezeichen. So, erstmal Warp wieder aus. Schub. So. Schub. Schön auf Kurs. Nicht von Icke einfangen lassen oder gegenhauen. Das wäre auch lustig. Wenn wir auf Duna landen wollen, aus Versehen von Icke eingefangen werden. So, weiter. So, noch ein bisschen, dass es ganz gerade ist. So. Jetzt werden wir langsam darauf fallen. Und Fahrt aufnehmen. Und zwar richtig. Machen wir mal kurz Warp. Wo bleibt das Fahrt aufnehmen? So, wir sind gerade Apoapsis, okay. Jetzt kommt die Fahrt. 1,9, 2, 2, ja. Können wir gucken, welche Geschwindigkeit wir hier haben? Nee, ne? Wenigstens kommen wir im Licht auf, das ist schon gut.
So, 5 Meter die Sekunde. Ja, wir werden irgendwann abbremsen müssen. Aber wir können auch sehr viel mit dem Fallschirm machen. Warte mal. Ich bin versucht, das dran zu lassen. Wir machen ja eh recht viel mit den Fallschirmen. Ah, es wird vorher abgekapselt. Dann müssten wir die von Hand starten und alle auf einmal. Nicht gut. Ne, ich muss jetzt transferieren. Also. Wir haben sehr viel Zeit noch, ne? Ja, sehr, 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 sehr viel Zeit. Okay. Das heißt, dich nach da raus. Achso, und das muss auch immer offen sein, das Fenster. Das habe ich vorhin gemacht gehabt. Da habe ich jedes einmal so angeklickt, aus, aus, zum nächsten, aus, aus. Und das bewegt sich aber nur, während das Fenster offen ist. Was nicht so schön ist. Also du nach da, aus, aus. Dann dich nach da und das andere in die Mitte. So, dich nach da. Da ist sogar noch ein Fitzelrest drin gewesen. Okay. Aus, aus. Stimmt eigentlich, macht überhaupt keinen Sinn, das Ding hier noch mit hinten mitzuschleppen. Weil es ist ja noch mehr Gewicht, also mehr Anziehungskraft. So, und du zum mittleren. Aus, aus. Du zum mittleren. Aus, aus. So, ganz ruhig. Und weg. Also, du bist gefüllt, du bist gefüllt, du bist gefüllt, du bist gefüllt. Das heißt, die vier können jetzt weg und das Ding in der Mitte. Also ich drücke jetzt einfach nur Leertaste, richtig? Leertaste bewirkt, du wirst abgesprengt, ihr vier werdet abgesprengt, warum auch immer. Und die vier Antriebe starten. Okay, 3, 2, 1. Achso, Warp-Faktor runter. Und ich war die ganze Zeit auf einer ziemlich hohen Warp-Stufe, ja? Ja gut, das ignorieren wir mal. Also, 3, 2, 1. Ja, soweit so gut. Das ist irgendwie unheimlich. So, dich können wir auch noch abspringen nachher. Können wir Fuel Ducts eigentlich deaktivieren? Mir fällt gerade auf, dass die Äußeren richtig schnell Treibstoff verlieren werden, weil das Innere ja durchgehend gefüllt werden soll. Das ist nicht gut. Okay, wir gehen schon mal auf Gegenkurs. Nee, nicht Orbit. Surface. Da. So. Gucken wir mal, was das Mini-SAS macht. Hältst du Kurs? Ja. Okay. So, Warp-Faktor wieder an. Hoch, 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 hoch. Icke sieht ziemlich bedrohlich aus. Wir sind schon auf 530 Meter die Sekunde. Yeah, ja. Hilft nichts. 100.000. Oh, wie ein... Was? Warum haben wir gerade abgenommen? Also die Geschwindigkeit und die Beschleunigung hat abgenommen. Gut, okay. Okay, wir sollten langsam die Ansicht wechseln. Ja. Warp runter, warp runter, warp runter. 630 Meter die Sekunde. Ist das K auch neu? Oder habe ich es einfach nie gesehen vorher? So, Warp-Faktor, Warp-Faktor. Ist das bedrohlich? 900.000, 800.000, 700.000. 300.000. Wenn wir da aufkommen würden, wäre schön. Aber irgendwie sieht das eher nach da in der Mitte aus. Er sah jetzt aus. Aber wir kommen richtig relativ gerade auf.
So, und jetzt die Frage aller Fragen. Wann brennen wir? Also Suicide Burn, also kurz vorher maximalen Schub geben, soll das Beste sein. Aber wir müssen jetzt schon 1000 Meter die Sekunde ausgleichen? Das dürfte das Triebwerk gar nicht schaffen. Allerdings haben wir auch die Fallschirme, die wir irgendwann zünden können. Ich weiß nur nicht wann. Ja, hilft nichts. Warpfaktor. 180.000, 170.000. Oh, da sieht eine gute Landefläche aus. 100.000. Oh, wir haben eine Atmosphäreanzeige, stimmt. Und hier ist eine Atmosphäre. 60.000. Okay, gib Schub. Wir könnten auch die 35.000. Ich mache einfach mal die Fallschirme jetzt an. 3, 2, 1. Fallschirme sind aktiv, haben wir noch nicht genug Atmosphäre. Oh. Komm, viel zu schnell runter. Komm schon, Fallschirme, macht irgendwas. 11.000. 10.000, 9.000, Fallschirme sind da. Schub runter. Bremsen sie uns ab? Nö, fast gar nicht. Schub hoch. Gears. Ja. Schub aus. Das war schlackerig. Weil da die äußeren Triebwerker-Dinge da. So, weg mit euch. Das war jetzt nicht klug. Das war ganz und gar nicht klug. Das war sogar richtig doof. Okay. Ja, Gerogon, denk dran. Die Fallschirme sind in den Dingern, die du gerade abgesprengt hast. Und das da war der Fallschirm, um nach Hause zu kommen. Aber wir sind gelandet. So, raus mit dir. Wir sind auf. Wir sind umgekippt. Komm schon, steh auf. Nicht ernsthaft, bist du tot? Du liegst auf dem Boden und kicherst, aber du bist nicht mehr kontrollierbar. Okay. So. Mann, jag mir nicht so einen Schreck ein. Ja, du kannst dich auch freuen, du lebst. Jedenfalls noch für ein paar Jahre. Hui. Okay, mach mal dein Pack an und schlitter auf deinem Gesicht Richtung Triebwerke. So. Also, springen. Wie fliege ich hoch? Springen, Q, E. Ah, Licht. Sehr schön. Wir können. Ich wollte gerade sagen, wir können weiter springen mit dem Jetpack. Aber wir können nicht landen. Na gut, dann halt so. Wir springen. Ich wollte eigentlich nur gucken, was von dem Ding da übrig ist. Und danach werden wir ihn. Oh, ganz schön krasse Düne. Danach werden wir ihn eine neue Rakete basteln müssen. Die hat zwar ihren Dienst getan fürs Erste. Aber zurück, null Chance. Wir müssen da wesentlich treibstoffeffektiver sein. Wir brauchen eine stärkere Unterstufe. Und wir dürfen auf keinen Fall die Atomdinger benutzen, um eine Umlaufbahn herzustellen. Die sollten echt nur dazu da sein, uns aus einer stabilen Umlaufbahn umkurbeln,
Richtung Duna zu bringen und vor Duna abzubremsen. Das heißt, eigentlich müsste nur die unterste Stage, diese mit dem orangenen Tank und den Treibstoffboostern, die müsste eigentlich nur stärker sein. Dann dürfte das eigentlich auch hinhauen. So, springen. Einmal noch schlittern. Yay, vorsichtig. So, kannst du jetzt irgendwas mit den Dingern machen? Repack, shoot. Oh, kannst du die Fallschirme wieder reinstopfen. Kannst du auch die Dinger da ausfahren? Nö. Schade. Ist ja schön, wenn man rumbasteln könnte auf dem Boden. Also Sachen montieren und aneinander schweißen und so. Um dann doch noch irgendwie MacGyver-mäßig nach Hause zu kommen. Stahlseile abmontieren? Nö. Schade. Na gut. Wir sind auf Duna. Und ich habe die Kapsel verloren. Ah, da hinten. Hat er wenigstens was zu lesen da drin. Hoffe ich jedenfalls mal. Naja, nach 3 Jahren Hinflug wird er wahrscheinlich alles schon durch haben. Aber gut. Wir sehen uns also gleich wieder in der nächsten Folge. Und ich bastle eine bessere Rakete. Damit hoffentlich er hier gucken kann, wie andere es besser machen und ihn dann hier zurücklassen. Genau wie wir es auf dem Mond auch gemacht haben. Da wartet ihr immer noch in Körben darauf, nach Hause zu kommen. Also bis gleich.